Drei Tage bis zum großen Hessenliga-Derby. Es geht wieder los. TSV Lehnertz gegen Borussia Fulda 17.30 Uhr in Lehnertz. Wir haben uns den neuen Kapitän von Borussia Fulda eingeladen, Benjamin Fuß. 26 Jahre alt, vorzugsweise auf der rechten Bahn zu Hause. Ihr kennt ihn ja sicherlich alle, ist jetzt ein Jahr da. Kommt gebürtig aus Wiesenthal bei Dernbach. Haben uns zum Gespräch eingeladen. Ja, Benni, erzähl mal, du bist jetzt Kapitän, Nachfolger von Marc Jaksch. Kam das überraschend für dich? Wie kam das zustande? Kannst du ein bisschen erzählen? Ja, überraschend. Ja, der Trainer hat mich halt in seine Kabine gerufen und hat mit mir gesprochen, ob ich mir das zutrauen würde. Und ich habe natürlich nicht Nein gesagt. Und ich denke mal, ja, mich freut es und ehrt es auch, dass der Trainer mir das Vertrauen schenkt. Und ich möchte es dann halt auch in einer gewissen Art und Weise wieder zurückgeben, das Ganze, und das Amt als Kapitän bestmöglich ausfüllen. Ja, ist ja schon überraschend, nach einem Jahr dann schon, dass da auch so das Zutrauen da ist. Ist das gleich so ein besonderes Verhältnis gewesen zwischen dem Trainer und dir? Du hast schon ein paar Stationen hinter dir. Ach, besonderes Verhältnis würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben ein gutes Verhältnis, kommen gut miteinander klar, und ja, das war es auch dann. Gut, kommen wir schon mal ein bisschen auf das Spiel zu sprechen. Es geht jetzt los, erstmal persönlich bei dir. Ihr habt jetzt mehrere oder zwei Systeme gespielt, Dreierkette, Viererkette. Du dann eigentlich immer rechts hinten, auch in der Dreierkette rechts hinten. Ja. Was liegt dir mehr, Dreierkette, Viererkette? Präferierst du irgendwas? Ja, präferieren würde ich jetzt eigentlich nichts. Letztendlich müssen wir gucken, wie der Gegner spielt, und daraufhin stellen wir uns dann ein. Und das war halt auch das Hauptziel in der Vorbereitung, dass wir flexibel in die Saison gehen wollen und somit halt auch mal mit der Dreierkette testen wollen. Hat man gut gekonnt in den Testspielen, die wir gemacht haben. Und ich denke, letztendlich muss der Trainer das entscheiden, was er spielen will am Wochenende. Ja, und wir nehmen es als Spieler so, wie es der Trainer uns sagt, und werden dann unsere bestmögliche Leistung abliefern. Für dich persönlich ist es wahrscheinlich, in der Dreierkette kannst du natürlich nicht so viel offensiv machen wie in der Viererkette. Juckt's dann mehr, sagt man, oh, da kann ich den Weg wieder nicht gehen. Das ist richtig. Also in der Dreierkette muss man schon dann die Position hinten halten und kann dann nicht so viel die Linie hoch und runter rennen. Also ich bevorzuge auch die Viererkette, weil ich halt auch viel lauf und halt mich auch mit ins Offensivspiel mit einbringen möchte, und deshalb geht es in der Viererkette besser als in der Dreierkette jetzt. Gut. Ihr habt euch gut verstärkt im Sommer. Wie siehst du die Personalstruktur, die neue, den Kader? Wo habt ihr euch verbessert? Wo musstet ihr euch auch verbessern? Was hältst du von den Neuzugängen? Ja, man muss sagen, die Neuzugänge haben sich alle hervorragend integriert. Natürlich hat man jetzt nur 3 Wochen, aber man muss sagen, wir haben sie auch super aufgenommen, und wir haben an Qualität dazu gewonnen, muss man auch ganz klar sagen. Jetzt muss man halt abwarten, und die Automatismen müssen sich halt auch noch ein bisschen besser einspielen, und dann muss man schauen, wie man die Saison startet, und dann schauen wir von Spiel zu Spiel, ob man da. Und ja, wir wollen hauptsächlich attraktiven, guten Fußball liefern, und was dann darüber hinaus geschieht, das kommt dann halt. Der Martin Hummann hat, glaube ich, beim Tor-Kanade Cup gesagt, irgendwo erstes Drittel wäre schön, wenn man sich da einordnen könnte, oder zumindest obere Tabellenhälfte, sollte dann auch das Ziel sein mit der Mannschaft. Ja, wie gesagt, der Druck hier in der Region ist natürlich hoch. Borussia Fulda, Traditionsverein. Jeder möchte wieder, dass wir hochkommen. Aber wir sollen erstmal lieber uns, wie gesagt, in der Hessenliga etablieren und sollen von Spiel zu Spiel schauen. Und darüber hinaus können wir uns dann weiter unterhalten, wenn wir dann zum Beispiel in der Hälfte der Saison dann mit oben dabei sind. Dann können wir uns vielleicht über andere Sachen unterhalten. Du sprichst den Druck an, du hast vorher auch Regionalliga schon gespielt, in Meuselwitz zum Beispiel. Wie nimmst du das denn wahr? Wie kannst du das mal erklären, der Unterschied vielleicht auch zu anderen Regionen, was hier dann auch vor so einem Derby dann abgeht? Also ich muss sagen, die Medien hier in der Region, die machen schon richtig viel für das Derby.
Ja, es war auch für mich so ein bisschen ungewohnt, aber ich finde es auch auf der einen Seite wirklich richtig gut, dass da auch richtig man in Stimmung kommt vor so einem Derby, dass man da wirklich halt auch merkt und auch die Zuschauer merken, jetzt steht was Besonderes für die Region an und dass alle aufgefordert werden. Und für uns Fußballer ist es ja nichts Schöneres, als vor 5, 6, 7.000 Zuschauer zu spielen, anstatt vor 150 Zuschauern. Und deshalb freuen wir uns riesig und uns freut es, dass es jetzt endlich auch losgeht und wir sind heiß, ja. Also meine letzte Frage, ob schon kribbelt, kann ich mir sparen. Die kannst du dir sparen, ja. Gut, dann muss ich mir noch eine andere letzte Frage ausdenken. Du bist jetzt ein Jahr in Fulda. Fühlst du dich hier schon ja, richtig sesshaft? Du wohnst mit deiner Freundin hier, das weiß ich. Wie fühlst du dich wohl in der Stadt? Ist das jetzt schon so ein bisschen deine Heimat geworden? Ja, ich muss sagen, Fulda ist eine schöne Stadt, eine kleine Stadt mit vielen, vielen schönen Ecken. Ja, und ich fühle mich wirklich super aufgenommen hier und ja, ich habe jetzt noch ein Jahr Vertrag und ich fühle mich hier einfach wirklich wohl, muss man sagen. Gut, dann vielen Dank, und wir freuen uns alle auf ein großes Spiel dann am Samstagabend in Menorz. Ja, vielen Dank auch.